Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem neuen Video auf Langophilia. In diesem Video geht es um das Kosovo-Albanisch, das heißt die albanische Sprache, die im Kosovo gesprochen wird. Im Kosovo werden gegische Dialekte gesprochen, es gibt Toskisch und Gegisch. Toskisch wird meistens in Südalbanien gesprochen, aber auch zum Beispiel in Italien und in Griechenland, während Gegisch in Nordalbanien gesprochen wird, im Kosovo, in Nordmazedonien, aber auch in Teilen Südmontenegros und Südserbiens. In diesem Video geht es um Missverständnisse, Fehlvorstellungen in Bezug auf das Kosovo-Albanische. Dieses Video ist extrem wichtig, es liegt mir wirklich sehr am Herzen, dieses Video zu machen, also hört bitte genau zu. Wir alle sprechen irgendwelche Sprachen, sei es Deutsch, Albanisch, Englisch, welche Sprache auch immer. Aber die meisten von uns wissen nicht so viel über die Sprachen, die wir wirklich sprechen. Das heißt, wie die Grammatik funktioniert oder wie die Sprache allgemein funktioniert. Deswegen gibt es oft leider Missverständnisse oder Fehlvorstellungen, die ich aber versuche in diesem Video aufzuklären mit Bezug auf das Kosovo-Albanische. Also das hier ist jetzt nicht meine subjektive Meinung, das ist einfach eine wissenschaftliche, linguistische Perspektive, die ich einnehmen möchte, weil so würde auch jede andere Sprache betrachtet werden und man kann jeden modernen, deskriptiven Linguisten fragen an jeder Universität, der würde auf jeden Fall hiermit übereinstimmen. Das heißt, das ist jetzt nicht meine subjektive Meinung, versteht mich nicht falsch, das ist einfach was man wissenschaftlich aussagen würde. Also an erster Stelle möchte ich erwähnen, ich bin Linguist, ich bin Sprachwissenschaftler, ich möchte nur beschreiben, wie das Albanische im Kosovo gesprochen wird oder auch geschrieben wird. Ich bin kein Politiker, ich möchte nicht vorschreiben, wie man die Sprache sprechen sollte oder wie man sie schreiben sollte. Das ist nicht mein Anliegen. Ich möchte nur beschreiben, wie sie tatsächlich im Alltag von den Leuten benutzt wird. Und das möchte ich gerne an euch weitergeben, weil ich denke, das ist der perfekte Anfang, um diese Sprache zu erlernen oder einfach um andere zu verstehen oder um verstanden zu werden. Es gibt eine Sache, wofür ich leider oft Kritik kriege auf meiner Seite, unter meinen Videos. Das ist die Schreibweise, das heißt, wie ich gewisse Wörter schreibe, zum Beispiel das Wort was, çfar, schreibe ich manchmal vielleicht mit einem Q, oder auch das Wort Mädchen, çika, schreibe ich mit einem Q vielleicht manchmal, oder auch andere Wörter wie preis, çmim und so weiter. Es gibt viele Wörter, oder auch er, sie, ist, schreibe ich mit einem A, also oscht wird es ausgesprochen, aber ich schreibe es mit einem A, andere schreiben es mit einem O. Oscht. Manche schreiben es nur mit einem A oder O, andere wiederum wie auf Standardalbanisch mit E mit zwei Punkten, S-H-T-E mit zwei Punkten, Öschte, aber so spricht es natürlich keiner aus im Kosovo. Und die meisten Leute schreiben es entweder mit einem A oder mit einem O. Das ist jedenfalls meine Erfahrung, meine Beobachtung. Also so wie ich schreibe, das ist meine Beobachtung, so wie andere schreiben. Und es ist nicht mein Anliegen, die Standardsprache wiederzugeben. Das heißt, ich möchte nicht unterrichten, wie man es wirklich auf Standardalbanisch schreiben würde. Das heißt, çfar mit einem C mit Schlänge und E mit zwei Punkten am Ende oder çika mit einem C mit Schlänge. So wäre es natürlich auf Standardalbanisch im Wörterbuch zu finden. Aber das ist nicht mein Anliegen auf diesem Kanal. Ihr könnt dafür Wörterbücher heranholen oder Lehrbücher des Albanischen, die es bereits gibt. Da werden solche Formen natürlich unterrichtet. Aber ich möchte auf die anderen Formen aufmerksam machen, die von den Kosovo-Albanern verwendet werden. Außerdem sind Standardsprachen allgemein ein sehr kritisches Thema. Keiner spricht irgendeine Standardsprache wirklich so, wie sie standardisiert wurde. Standardsprachen sind einfach künstliche Formen einer Sprache, die gewählt wurden von einer prestigereichen, prestigemächtigen Gruppe eines Landes, einer Nation, eines Ortes, damit sie für eine nationale oder sogar internationale Kommunikation genutzt werden kann. Aber denkt mal selbst an eure Muttersprache. Wenn ihr zum Beispiel Deutsch als Muttersprache habt oder Albanisch, denkt mal darüber nach, wie ihr wirklich im Alltag mit euren Familien oder euren Freunden sprecht. Sprecht ihr wirklich, wie es im Standard kodifiziert wurde? Ich glaube das nicht. Ich spreche auch vielleicht etwas, was sehr nah an Hochdeutsch dran ist, aber ich spreche kein Hochdeutsch. Ich spreche nicht so, wie es im Standarddeutschen wirklich normiert wurde. Ja, das ist, was ich zu den Standardsprachen sagen wollte allgemein. Und auf meinem Kanal geht es natürlich um Gegisch-Albanisch. Ich bekomme oft Kritik und Kommentare, wie Leute behaupten, dass gewisse Wörter, die ursprünglich aus anderen Sprachen kommen, keine albanischen Wörter seien. Also zum Beispiel Jeshile für die Farbe grün oder Djenet oder Esarid. Speziell mit türkischen Wörtern habe ich das erlebt,
dass dann Leute sagen, das sind keine albanischen Wörter, was aber natürlich völlig falsch ist. Jede Sprache hat Lehnwörter. Es ist ganz normal, dass Sprecher Wörter aus einer anderen Sprache adaptieren. Also Wörter werden natürlich albanisiert. 60% der Wörter der albanischen Sprache kommen allein aus dem Lateinischen. Stellt euch das mal vor. Solche Wörter wie Ohr für die Uhr oder Tavolin kommt aus dem Italienischen oder Mbret für König. Es gibt so viele Wörter, Leper für den Hasen. Es gibt so viele Wörter, die wir jeden Tag benutzen im Albanischen, die aber aus dem Lateinischen kommen. Genauso auch im Deutschen zum Beispiel. Ich glaube Käse oder Fenster oder Computer. Es gibt so viele Wörter, die aus anderen Sprachen kommen, aber sind das keine deutschen Wörter? Also Computer, Käse oder Fenster? Natürlich sind das deutsche Wörter. Es ist ganz normal, dass es Lehnwörter gibt. Es ist ein ganz natürlicher Prozess. Aber diese Wörter, die aus anderen Sprachen kommen, sollten dann nicht als fremde Wörter abgestuft werden, die nicht benutzt werden sollten. Diese Wörter sind genauso gut und werden ganz normal von den Sprechern im Alltag verwendet. Dasselbe gilt auch für das Albanische. Das heißt, wenn man Esarit sagt, oder Jeshile, oder Djenet, oder Amon statt Por. Diese Wörter kommen meistens aus dem Türkischen, aber sie werden auch ganz normal benutzt und es sind ganz normale albanische Wörter mittlerweile. Also zusammenfassend lässt sich sagen, es ist ganz normal, es ist natürlich, das passiert in jeder Sprache, dass Wörter aus anderen Sprachen übernommen werden, dass diese germanisiert oder albanisiert werden. Es kommt natürlich darauf an, um welche Sprache es geht. Aber das ist ein ganz natürlicher Prozess und diese Wörter sind dann natürlich auch deutsch oder albanisch. Das heißt, man kann sie ganz normal benutzen und man sollte sie nicht als schlechte Wörter abtun, die man vielleicht nicht benutzen sollte. Das ist völliger Quatsch. Außerdem sollte man Leute allgemein nicht kritisieren oder korrigieren, wenn sie etwas anders schreiben, als es vielleicht im Standard gewöhnlich ist. Das heißt, wenn man Chika oder Chvar oder Chka oder Chmim mit Q schreibt, anstatt mit C mit dem Schlängelchen. Du wirst so viele Albaner in Kosovo finden, die genau so schreiben. Willst du dann jeden von denen herauspicken und den kritisieren, warum sie so schreiben? Das ist völliger Quatsch, meiner Meinung nach. Die Leute sprechen ihre Muttersprache und schreiben sie so, wie es sich eben normal unter den Leuten etabliert hat. Und keine Schreibweise oder keine Sprechweise, die anders ist als der Standard, ist schlechter oder falsch. Das muss unbedingt verstanden werden. Kein nicht standardsprachlicher Dialekt ist schlechter als der Standard. Natürlich hat der Standard mehr Prestige, mehr Macht und so weiter, aber die Dialekte, die von den Leuten tatsächlich benutzt werden, sind genauso richtig und genauso gut. Das ist auf jeden Fall wichtig zu verstehen. Ich wollte dieses Missverständnis, diese Fehlvorstellung aus dem Weg schaffen und für ein bisschen mehr Aufklärung in diese Richtung sorgen. Das war auch schon alles für heute. Ich hoffe, ihr habt etwas Neues dazugelernt. Ich hoffe, ihr werdet in Zukunft mehr Toleranz vielleicht haben für nicht standardsprachliche Formen, also Dialekte, die nicht dem Standard entsprechen, egal wie es geschrieben oder gesprochen wird. Es gibt immer andere Formen. Es gibt so viel Diversität und genau das sollten wir auch gutheißen, dass es so viele verschiedene Formen gibt. Es wäre traurig, wenn diese ganzen Formen aussterben und wenn nur noch der Standard gesprochen oder geschrieben werden würde. Also, das ist meine Message an euch. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Aufklärung leisten. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr das Video liked und etwas kommentiert. Wenn ihr eine andere Ansicht habt, dann könnt ihr das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Es freut mich auf jeden Fall immer sehr, mit euch zu diskutieren. Hauptsache, wir bleiben sachlich und respektieren vielleicht die Meinung des anderen. Und ich denke, dann ist auch alles in Ordnung. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, es freut mich wirklich sehr. Vielen Dank für euren Support. Es wird auf jeden Fall noch viel mehr Folgen in die Richtung des Kosovo-Albanischen. Ich habe sehr viel geplant. Ich möchte auf jeden Fall noch viele Materialien produzieren für jeden oder jede, der oder die die Sprache lernen möchte. Also bleibt dabei, ich freue mich sehr über euren Support. Und vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal auf Lango Filia.